Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Mit einem eindeutigen Entschluss. Und zwar werde ich mir den Hacker kaufen. Ich werde ihn kaufen. Weil mir das Ganze hier ein bisschen sehr auf die Nerven geht. Werden wir uns den Hacker kaufen. Anhänger haben wir, Harvester haben wir. Einzigste, was mir dann noch fehlt, ist ein Feld. Ein Feld. Ein Wald. Da gucke ich aber gerade mal, was die Preise sagen. Oh, Gerste. Gerste ist oben. 660 Euro. Müssen wir unbedingt verkaufen. Dinkel ist gefallen. Aber Gerste, 660 Euro. Der Pflege. Diesel. Jo, Folge hier, servus. Moin. Du, hast du gerade was zu tun? Ich hol gerade meinen Trecker von der Reparatur ab. Mir ist nämlich vor dem Düngen Reifen geplatzt. Schlecht. Okay. Und dann? Danach muss ich schon ernten. Ah. Ernten? Ja, mein Roggen ist erntereif. Okay. Auf der 65 der Roggen. Der ist klar. Okay. Nee, dann hat sich's erledigt. Danke. Gut. Oh ja, das kleine Ferkelchen ist jetzt da. Ah, schön. Hat das Licht der Welt erblickt. Und das nächste? Wann? Das nächste Ferkelchen kommt in 3 Stunden. Oh, das geht aber ratzfatz. Wann kann ich denn dann die Schäfchen abholen? Die Schweinchen. Die Wollschweine. Nächste Woche. Okay. Dann dürfte ich so um die 3, an die 30 haben. Oh, das ist, lohnt sich doch. 10 hast du gekauft, gell? 10 habe ich gekauft, ja. Jetzt habe ich 19. Hast du inzwischen einen Anhänger? Ein 4-Anhänger? Ja, oder wie hast du die geholt? Die habe ich liefern lassen. Von? Vom Händler. Also jetzt nicht vom Fahrzeughändler, vom Viehhändler. Vom Viehhändler? Ja. Er hat nur 100 Euro drauf gerechnet, mehr nicht. Okay. Aber ich hätte jetzt gegebenenfalls einen von der Gemeinde. Den ich mir so ein Viehanhänger, den ich mir leihen kann mit Gebühren. Okay. Ja, dann melde ich mich nächste Woche, gucken wir mal. Ist okay. Gut, danke dir. Gerne. Tschö. Tschö. Okay, das lohnt sich ja für den mehr wie gedacht, glaube ich. Aber naja, wenn der jetzt sich hier eine Mast aufbauen kann, soll mir das recht sein, weil dann hat er ja später für mich vielleicht umso mehr Schweinchen.
kann mal reingucken. Karton. Aber Karton brauchen wir gerade auch nicht. Das ist das Gute daran. Hackschnitzel, ja. Ja, moin. Ich komme überhaupt nicht hinterher, wenn das so läuft. Also wenn ich so Hackschnitzel weiterhin produzieren muss, kann ich es vergessen. Gut. So. Dann schnappe ich mir jetzt den Hacker, fahre dann wieder hoch zum Händler, der soll den verkaufen. Racek soll den Kaufvertrag fertig machen. Baller. Kaufvertrag fertig machen für den Häcksler. Und dann ist es so. Also ich habe keinen Bock mehr, ey. Das ist so langwierig. Geht viel zu viel Zeit ins Land, bis ich hier ordentlich Hackschnitzel produziere.
denn da kaputt? Warum fährt der nicht so schnell? Er hat doch gar keine Kabel, gar keine Schläuche. Oh Mist, die Gerste wollte ich noch verkaufen. 660.000. Hättest du mir einen Kaufvertrag fertig machen, ey. Aber der geht nicht ans Telefon. Ich glaube 57.000 war das, was die... der Häcksler gekostet hat. Denk mal, der wird jetzt immer noch 56 bringen. Ja, Tempomat nicht rausgegangen. Gut, dann ist es jetzt soweit. Dann müssen wir uns von diesem Gerät halt doch trennen. Marlon, der Mond im Mann. Hallo, ist der Neumann? Ja, Neumann. Moin. Rennt der Händler bei dir rum? Nee, der ist auf sein Feld, habe ich gerade eben gesehen. Warte. Falls du ihn siehst, sag ihm Bescheid, er soll bei mich anrufen. Ja, ja. Ah, Mann, ey. Geht mir das auf den Sack. Folge Varuna, hallo. Hallo, Varuna. Ja. Hm? Verkaufen Sie den Häcksler. Warte, ich komm sofort. Warten Sie, ich koppel schnell die Seemaschine an, ich mach mich auf den Weg. Gut, machen Sie das. Jo. Bis denn.
Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.